Wer ist Uwe Johansson? Wer ist Uwe Johansson? Das ist gut. Er gilt gemeinhin als der Autor der deutschen Zweistaatlichkeit, um es so vorsichtig wie möglich zu sagen. Ihm ist etwas gelungen, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder generell deutschsprachigen Autoren relativ selten gelungen ist. Er ist mit zwei Büchern bis in die Weltliteratur gekommen. Ich spreche zum einen von den Mutmaßungen und zum anderen von Jahrestage. Er ist in Mecklenburg zur Schule gegangen, hat in Rostock und Leipzig Germanistik studiert, ist 1959 zum Erscheinen seines ersten Romans nach West-Berlin umgezogen. Darauf legte er großen Wert, dass es sich nicht um eine Flucht handelte. Ja. Ich glaube, man kann sagen, Siegfried Unselt hat ihn dann unter seine Fittiche genommen, was ein ganz glückliches Zusammentreffen war, nämlich ein junger Verleger und ein junger Autor, die sofort einen Draht zueinander gefunden haben und hat sich dann Stück für Stück in die deutsche Literaturgeschichte geschrieben, also mit Romanen, aber auch mit Einlassungen, mit Essays, die Spuren im Zeitgeschehen hinterlassen haben, auch mit kantigen Stücken. Ich denke an sowas wie, dass Jürgen Habermas ihn aufgenommen hat in eine programmatische Anthologie zum Zeitgeschehen und dass er sich schwer getan hat, damit A, den Text von Johansson aufzunehmen und B, innerhalb der Anthologie einen Platz zu finden. Also auch ein einflussreicher Autor, was das damalige intellektuelle Leben angeht. Und zu alledem einer der großen Sprachmagier im 20. Jahrhundert. Also jemand, der einen eigenen Ton entwickelt, wo man nach wenigen Sätzen, die man vorlesen würde, hört, wer die geschrieben hat. Und, das wird jetzt mit der Ausgabe erst sichtbar werden, einer der großen letzten Briefschreiber, die es gegeben haben wird.